Hallo und herzlich willkommen an der Volkshochschule Karlsruhe. Heute möchten wir Ihnen gerne zeigen, wie Sie sich eine Atemschutzmaske selber nähen können. Dazu hat unsere Kollegin Sandra César Ihnen 20 Schritte vorbereitet, mit denen Sie sich ganz einfach eine Maske selber nähen können. Was brauchen Sie, um sich eine Maske zu nähen? Sie brauchen eine Nähmaschine mit Nähgarn und Sie brauchen Stoff. Beim Stoff ist es sehr wichtig, dass es sich um Baumwoll- oder Leinenstoff handelt. Alles andere ist zu gefährlich. Dann brauchen Sie eine Anleitung, die bekommen Sie in diesem Video. Wir haben sie aber auch nochmal schriftlich zusammengefasst, wie Sie hier sehen können. Sie können sie auch runterladen auf unserer Homepage. Dann brauchen Sie eine Schere, eine Näh- oder eine Stricknadel, um später die Ecken der Masken ein bisschen herausstülpen zu können. Sie brauchen Gummiband, Sie brauchen eine Schneiderkreide und einen Draht, der später in die Maske eingeführt wird. Und das Nähgarn, wie Sie hier sehen können. Wenn Sie diese 20 Schritte befolgt haben, haben Sie am Ende vielleicht eine solche schöne Maske. Jetzt zeigen wir Ihnen die Schritte 1 bis 20.